8 Uhr morgens. Der Elektrolieferwagen ist geladen. Jörg Großmüller tritt seine Schicht an. Briefe und Pakete bringt der Postzusteller seit einem halben Jahr mit dem Elektroauto zu den Kunden. Für Jörg Großmüller ist damit ein neues Zeitalter angebrochen. Wenn man überlegt, dass wir vorher mit lauten, stinkenden Dieselautos durch die Gegend gefahren sind, das ist schon ein Unterschied jetzt. Vorher hat man halt ständig den Dieselgeruch und das Dieselgeräusch von einem Dieselauto um sich herum gehabt. Und jetzt hört man eigentlich nur noch ein leises Surren. Street Scooter nennt die Deutsche Post ihre Elektroautos. 5.500 sind bundesweit im Einsatz, 41 davon im Saarland. Jörg Großmüller hat sich längst an das neue Fahrgefühl gewöhnt. Na ja, gut, es kommt immer darauf an, ob sie jetzt schon mal ein Automatikauto gefahren sind. Also mit einem Schaltauto hat es halt nichts zu tun. Im Prinzip ist es wie ein Autoscooter. Sie drücken aufs Gas und auf die Bremse. Mehr ist nicht. Voll aufgeladen fährt der Street Scooter bis zu 80 Kilometer weit. Für die Post kein Problem. Jörg Großmüller fährt nach Limbach bei Schmelz. Wir könnten quasi die Tour zweimal fahren. Haben also genug Reserve, selbst wenn man jetzt mal müsste, irgendwie mit einem größeren Paket noch ein zweites Mal nachfahren, wäre immer noch genug Kapazität vorhanden für die Zustellung erfolgreich abzuschließen. Ist auf jeden Fall kostengünstiger, denke ich. Ich meine, vorher haben wir noch die Fahrten zu Tankstellen und der ganze drumherum, auch die Wartung, denke ich, von einem Verbrennungsmotor ist so deutlich umfangreicher wie von einem Elektroauto. Ankunft in Limbach. Die letzten Meter zur Haustür schafft kein Auto. Die geht der Briefträger wie immer zu Fuß. Auch für die Kunden gehört der Street Scooter der Post mittlerweile ins Ortsbild, auch wenn sie sich immer wieder über das Elektroauto wundern. Gerade in den ersten Wochen war das schon extrem. Da muss man schon mal so 30 Minuten mehr Arbeitszeit einplanen, für die Fragen zu beantworten. Oh, was ist da da? Und wie, der fährt elektrisch? Ja, da war die Neugierde von den Leuten schon groß. Viele würden aber selbst nicht auf ein Elektroauto umsteigen. Die Möglichkeiten jetzt mit dem Strom halt eben diese Energie dann aufzuladen, ne, das ist halt eben begrenzt. Ne? Und deswegen finde ich im Moment noch unser mit Benzin doch noch besser. Morgen. Was für die Post wegen der kurzen Touren kein Problem ist, könnte für Privatnutzer bei längeren Strecken schwierig werden. Da gibt es sicher schon viele Vorschläge in manchen Schubladen, die müssten einfach mal umgesetzt werden. Ne? Man müsste mal der kleine Mann, da gibt es so viele kleine Leute, die Ideen haben. Und denen müsste man mal zuhören und nicht immer nur den großen Autoherstellern. Die Deutsche Post hat es vorgemacht. Elektromobilität ist in der Praxis möglich. Das Unternehmen hat auch viele Lastenfahrräder mit einem Elektroantrieb versehen. 250 solcher E-Bikes gibt es im Saarland. Die Street-Scooter einzuführen war deutlich schwieriger. Dazu musste sich die Post mit Wissenschaftlern der Uni Aachen zusammentun. Vor 5-6 Jahren, als wir die ersten Street-Scooter ins Rollen brachten, war eigentlich schon jedem klar, dass irgendwann der Tag kommen würde, dass die Städte sagen, jetzt reicht es uns. Ne? Und wir müssen ja in die Städte, wir müssen Pakete zustellen, wir müssen Briefe zustellen. Und von daher haben wir schon sehr früh angefangen, bei vielen Automobilherstellern anzuklopfen. Und ja, am Ende haben wir es selber gemacht. Sehen Sie es wie im Fußball, ne? Ich stürme aufs Tor zu, suche meinen Stürmer, der das Tor macht. Wenn kein Stürmer da ist, schieße ich selbst. Dabei ist jetzt ausgerechnet die Automobilindustrie gefragt, preiswerte Elektroautos mit großen Reichweiten auf den Markt zu bringen. Jörg Großmüller zweifelt am Willen der Hersteller. Es ist halt die Frage, inwieweit die Automobilindustrie das zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt möchte, dass die E-Autos allzu günstig sind und den Verbrennungsmotor verdrängen. Ob das wirklich so gewollt ist, ist halt die Frage. Ich denke halt schon, dass das ökologisch durchaus Sinn macht, ne? wenn man in der breiten Masse halt auf die E-Mobilität umsteigt. Klar. 16 Uhr. Jörg Großmüller kommt von seiner Tour zurück. Er sagt, er könne sich durchaus vorstellen, auch privat ein Elektroauto zu fahren und seinen 12 Jahre alten Diesel zu verkaufen. Das scheitere aber noch an der Reichweite und am Preis.